Die Chefin des Secret Service, Kimberly Cheatle, hat ein Versagen ihrer Behörde bei der Verhinderung des Attentats auf Ex-US-Präsident Donald Trump eingestanden. Sie musste sich in einer stundenlangen Anhörung im US-Kongress der allgemeinen Kritik am Vorgehen des Secret Service stellen. Das Attentat auf den ehemaligen Präsidenten Donald Trump am 13. Juli ist das größte operative Versagen des Geheimdienstes seit Jahrzehnten. Und ich denke an ihn und seine Familie. Der feierliche Auftrag des Secret Service besteht darin, die Führer unserer Nation zu schützen. Am 13. Juli haben wir versagt. Als Direktor des United States Secret Service übernehme ich die volle Verantwortung für jegliche Sicherheitslücke unserer Behörde. Wir kooperieren voll und ganz bei den laufenden Ermittlungen. Wir müssen erfahren, was passiert ist, und ich werde alles tun, um sicherzustellen, dass sich ein Vorfall wie der 13. Juli nicht wiederholt. Nach dem Attentat auf den Ex-Präsidenten Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung hatte es Kritik an der Vorgehensweise des Secret Service gegeben. Der Schütze konnte trotz aller Sicherheitsmaßnahmen auf ein Dach mit direkter Sicht zur Bühne gelangen. Außerdem gab es Berichte, wonach der mutmaßliche Täter Sicherheitsbeamten bereits vor Trumps Auftritt mit seinem Verhalten aufgefallen war, der Ex-Präsident aber trotzdem die Bühne betreten durfte. Cheatle hielt sich unter Verweis auf laufende Untersuchungen mit Details zurück. Forderungen nach ihrem Rücktritt erteilte sie eine Absage. Es werde eine gründliche Untersuchung und Konsequenzen geben. Die Ermittlungen dürften allerdings um die 2 Monate dauern, so Cheatle.